denkst dir, herzlich willkommen zur ersten Folge auf meinem Blog. Ich nehme euch heute mit zu meinem Fotoshooting von bobshop.com. Das Ganze ist ein Fahrrad-Online-Shop. Es ist gerade 5.30 Uhr morgens und ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Unter anderem folgendes, nämlich müssen meine Beinhaare ab. Wieso? Erkläre ich euch, und zwar ist es so, das Ganze ist wie gesagt ein Fahrrad-Online-Shop für Trikots und. Und damit das Ganze natürlich professionell aussieht und authentisch wirkt, müssen die Beinhaare ab, weil eben Radsportler keine Beinhaare haben. Wie das Ganze aussieht, ich habe hier schon mal ein Bein vorbereitet, zeige ich euch. Also, schaut her. Hier ist das behaarte Bein und das hier, ja, wäre dann das rasierte Bein. So viel dazu. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist mein Haarstyling. Ihr seht, wenn ich morgens aufwache, dann sieht das nicht alles so akkurat aus, sondern die stehen dann wirklich in alle Richtungen. Also für alle, die dies schon mal wissen wollten, ich wasche jedes Mal, bevor ich meine Haare style, meine Haare frisch. Im besten Fall an der Badewanne, jetzt aber in der Dusche. Das heißt, ich muss euch leider ausschalten. Das Meisterwerk ist vollbracht, Haare sind gestylt, Beine sind rasiert. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist mir ein bisschen was zu essen vorbereiten. In der Regel gibt es bei bobshop.com dort schön Catering und sie haben sogar einen privaten Koch, der im Studio vor Ort kocht. Aber man weiß nie und deswegen bereite ich mir immer ein bisschen noch was vor. Das heißt, erstmal ab in die Küche. So, das Essen ist gemacht. Ihr seht hier viel, viel Gemüse, zwei Paprikas, zwei ganze Gurken und das ist noch nicht mal alles, was ich heute an Gemüse essen werde. Dann gibt es hier Berner Würstchen mit Rührei, meine absolute Lieblingsspeise zum Frühstück, das werde ich nachher im Auto verputzen. Und hier noch Grillgemüse von gestern. Das Ganze wird verpackt und dann geht's ab auf die Fahrt. So, die Fahrt darf endlich losgehen. Mein Babygirl Fabiola sitzt hier neben mir, steigt allerdings gleich wieder aus, weil ich von Stuttgart nach Karlsruhe muss. Ich habe natürlich alles vorher abgeklärt, damit ich auch filmen kann und das Ganze nicht ein Reinfall wird. Das heißt, die liebe Anni vom bobshop.com hat gesagt, ja klar, das geht in Ordnung. Und ihr seht gleich die Bilder vor Ort. Für mich geht's jetzt auf die Reise, und Baby, du darfst aus dem Auto raus. Also, mach's gut. Bis gleich. So, ich stehe hier jetzt vor dem Studio in Karlsruhe. Wir haben auch schon angefangen zu shooten. Ich habe vorher noch nicht die Zeit gefunden, ein bisschen was zu filmen, deswegen gibt es das Ganze jetzt und erstmal eine kleine Tour durch das Studio. Schaut einfach zu, ich kommentiere ein bisschen zwischendurch, aber ja, so sieht das Ganze gleich aus. Hier der Eingangsbereich mit unserem schönen Esstisch. Da darf sich jeder bedienen. Übrigens sehr, sehr gut, dass ich mir heute Morgen was zu essen gemacht habe. Denn ihr seht, die Snacks sind meist nur Gebäck und hier diese Twix und Mars und Snickers und so weiter. Es heißt gut, dass ich Paprika und schön frisches, eiweißhaltiges Essen vorbereitet habe. Weiter geht's in den nächsten Raum. Hier ist dann das Studio, das ganze Team. Ihr seht hier meine Model-Kollegen, die sich schön unterhalten. Unsere kleine Lounge und hinten wird gerade geshootet. Vielleicht seht ihr. Ja, die Gage gibt es heute auch noch. Nicht von mir, aber ja. So, hier vorne wird das Ganze gemanagt mit den Klamotten. Das hier ist die liebe Anni, die mir das Ganze erlaubt hat, hier nämlich heute filmen zu dürfen.
Und schaut gerne mal auf der Seite vorbei von bobshop.com. Da findet ihr die ganzen Fahrradtrikots. Ihr seht, das ist... Ihr seid nicht nackt. Okay, das ist gut. Mein Outfit. Mein Radler-Kostüm-Outfit. Die weiblichen Model-Kolleginnen. Und mein Platz hier vorne. Ja, mein Essen ist noch nicht ganz weg. So viel dazu. Wir durften uns hier ein bisschen selbst stylen. Heißt so viel wie Puder aufs Gesicht. Haare stylen, sodass das Ganze nachher ein bisschen sportlicher aussieht. Und ich habe ja jetzt gerade ein bisschen Freilauf. Das heißt, ich kann euch das Ganze hier zeigen. Die Schuhe, was ist mit denen? Nee, die sind vorne unterm Tisch. Vorne unterm Tisch. Genau. Ja, das ist soweit das. Jetzt hier noch ein paar kleine Bilder. Wie das Ganze gemacht wird. Unter anderem hier mit diesem schönen Equipment an Fahrradhelmen und Anzügen. Ja. Also das Ganze läuft ganz entspannt ab. Organisiert ist es so, dass es gestaffelt geshootet wird. Das heißt, wir wechseln uns ab. Das heißt, wie viele Models sind wir? Zu fünf, zu sechs. Und fünf Stück. Dankeschön. sodass zwischendurch ein bisschen Zeit bleibt, auch hier zu drehen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich melde mich mit Sicherheit nachher nochmal, aber jetzt geht's erstmal wieder an die Arbeit. Danke euch. Es ist soweit, es gibt Essen. Was es gibt, seht ihr hier. So wie ich das gerade mitbekommen habe, gibt es seit 7 Jahren das gleiche. Kommt ruhig rein, das stört hier niemanden. Und zwar ist es Spaghetti Bolognese hier mit diesem leckeren Salat. Und ich muss natürlich auf die Nudeln verzichten. Jetzt erstmal gevloggt, bevor wir das essen dürfen. Genau, erstmal wird gevloggt. Ich zeige euch aber hier mal zwischendurch, und zwar das Prospekt. Das Ganze kommt nämlich nicht nur in den Online-Shop, sondern wird auch in diesem Katalog-Prospekt hier aus, ja. Was ist es denn? Ein Katalog. Tut mir leid, ich korrigiere. Ein Katalog. Ich kenne den Unterschied nicht. Nachher sieht das so aus. Oh, und da bin ich sogar mit dieser wunderschönen Brille hier. Und jetzt lassen wir es uns hier erstmal schmecken. Ist mein Handy gerade runtergefallen und ich habe das Recording abgebrochen. Ja, die lachen sich hier hinten den Arsch ab. Wie gesagt, wir essen jetzt und ich melde mich nachher. Das war offiziell mein letztes Outfit. Es läuft hier so richtig geile Musik und ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin mega gut gelaunt. Tanz schon, ich weiß nicht, die letzten paar Minuten und jetzt macht irgendjemand die Musik aus. Auch gut. Ich brauche wieder Musik. Eiermann. Wo ist der Eiermann? So Leute, das war's von meinem Shooting-Tag. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Ganzen wie man Daumen hoch und stellt Fragen oder Anregungen zu Dingen, wenn ihr etwas sehen wollt in diesem Vlog. Und jetzt gibt's zum Abschied noch ein Gruppenfoto mit den Model-Kollegen, dem Fotografenteam und dem Team von bobshop.com. Das heißt, let's go!